Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Rivals 2 Serie. Kicking off die vierte Herausforderung. Eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen in dem Drive, der jetzt vor uns liegt, dafür sorgen, dass wir nicht mehr als 20 Passing Yards zulassen. Wir bekommen einen Bonus, wenn es nicht mehr als 15, beziehungsweise den fünften Stern, wenn es nicht mehr als 10 Passing Yards sind. Es geht gegen die Cleveland Browns, in dem Fall hier mit Philip Rivers als Quarterback. Okay, das ist interessant. So, dann schauen wir uns das mal an. Die Browns haben den Ball, haben einen ersten und 10 an der 35 der Cowboys. Liegen aber auch mit 7 Punkten im ersten Quarter hinten und wir blitzen, versuchen Druck auf Rivers aufzubauen. Und es ist erstmal ein Run. Und da verlieren sie 2 Yards. Das ist ein zweiter Versuch und 12. Also guter Tackle for Loss. Wir bleiben mal aggressiv. Blitzen mit dem Undersmoke. Und viel Druck auf Rivers und da geht er zu Boden. Da waren 4 Cowboys-Verteidiger beim Quarterback der Browns und können ihn zu Fall bringen. Das waren, glaube ich, sogar 5 Cowboys. So, dritter und lang, dritter und 20. Die Chance jetzt hier diesen Drive zu beenden. Ja, wir dürfen nur 10 Passing Yards zulassen, wenn wir den Bonusstern haben wollen. Also jetzt nochmal Konzentration. Druck auf Rivers, die Marcus Lawrence ist da, das ist ein Fumble. Läuft mit Fragezeichen Richtung Endzone und legt sogar noch einen Fumble Return Touchdown obendrauf. Damit müssen wir die Challenge doch eigentlich schon geschafft haben. 1, 2, 3, Stern Nummer 4, Stern Nummer 5, Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.